Gemeinsam in voller Vielfalt wollen wir alle Menschen im Bezirk Perg, die hier in den Gemeinden wohnen, leben, arbeiten, ein Stück zusammenbringen. Wir möchten Netzwerke schaffen, dass sie sich kennenlernen und Möglichkeiten haben, miteinander etwas zu tun und das Leben in der Gemeinde gemeinsam zu gestalten. Das Projektteam überlegt sich dazu verschiedene Formen von Workshops, Ideenwerkstätten, Konzerten, Vernetzungsgesprächen, Frauencafés, zeigt Best Practice-Beispiele auf und versucht dadurch, das greifbar und lebbar zu machen. Es ist ein ganz normales Leben halt. Ich gehe in die Schule ins Borg, dann mit meiner Familie unternehme ich auch ganz gern immer wieder was. Und politisch bin ich auch ganz gern aktiv. Also es ist nicht schwierig, dass man mit einem anderen Mensch lebt, wenn, sobald man die Sprache beherrscht, glaube ich. Also ich finde, Sprache da ist das Wichtigste. Und und man muss einfach auf den anderen zukommen. Wie ich dann das von der SPÖ gelesen habe, also ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, das bin ich, das definiert meine Werte. Und das war mir halt wichtig. Die SPÖ kümmert sich um jeden. Und das ist wichtig, weil wir einfach in einem Land gemeinsam leben und da muss man nicht irgendwelche Gruppierungen bilden oder sich nur um einen Teil von der Gesellschaft kümmern. In unseren Gemeinden leben Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten. Die Menschen in ihrer vollen Vielfalt am Entscheidungsprozess in der Gemeinde zu beteiligen, sie mitgestalten zu lassen, ist für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eine Selbstverständlichkeit. Aber für uns stellt sich oft die Frage, wie gehen wir es an? Wie können wir die sogenannten Menschen mit Migrationshintergrund ansprechen, für uns, für die Mitarbeit gewinnen, sie dafür gewinnen, sich am demokratischen Entscheidungsprozess zu beteiligen? Es gibt viele Ängste, es gibt viele Fragen und daher haben wir dieses Projekt in voller Vielfalt ins Leben gerufen, damit es uns ein Werkzeug gibt und uns hilft, diese Menschen in ihrer Vielfalt anzusprechen und sie dafür zu gewinnen, mit uns ein Stück des Weges zu gehen. Das ist oft nicht einfach. Dazu müssen wir oft die Steine in unserem Kopf aus dem Weg räumen. Es ist ein harter Weg, es ist ein gutes Stück Arbeit. Aber am Ende können wir nur stärker werden, können wir alle nur gewinnen. Und ich kann euch sagen, es macht auch richtig Spaß. Kommt, macht mit, gehen wir es an.